Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, ich hoffe meine Stimme klingt halbwegs okay. Ich teste gerade ein neues Mikrofon und ich hoffe vor allem es klappt mit dem Teil, denn ich habe schon mal neues getestet, das ist eine Weile her und das ging nicht, da hat es geknackst und gemacht und getan. Ja, eine lange Geschichte, egal, jetzt versuche ich das nochmal mit einem ganz anderen, nämlich mit dem Rode NT USB, falls das jemanden interessiert. Ja, mal gucken, ob es was wird. Ihr werdet es als Erste hören. Ne, das stimmt nicht mal. Ich werde es zuerst hören, weil wenn es nämlich schlecht ist, ja, Ärger, dann muss ich nochmal. Dann müsste ich nochmal aufnehmen, wenn es dann wirklich ganz schlecht ist. Das hat uns jetzt aber auch gerade schön mal ein Momentchen Zeit beschert, dass wir hier mal wieder gucken können bei diesem schönen Bahnhof. Denn jetzt werden wir uns von den Zügen ganz kurz verabschieden. Ich möchte etwas mit Flugzeugen machen. Ja, jetzt wird der eine oder andere staunen, weil das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Das haben wir aber auch ganz bewusst schon länger nicht mehr gemacht. Ganz einfach deswegen, ja, weil die meisten Städte Flughäfen haben. Haben wir Musik? Wir haben Musik. Ich bin völlig irgendwie, ich weiß nicht, ja, von wegen, dass wirklich alles klappt hier. Mit dem neuen Mikrofon ist das ganz anders wieder. Jetzt sagte ich gerade, wir hätten die Musik nicht. Aber die ist, glaube ich, ein bisschen leise. Kann man hier vielleicht sogar noch ein bisschen Musik lauter machen? Wir gehen hier mal auf die 4. Na, jetzt höre ich es wieder. Okay, gut. Ich hoffe, jetzt dröhnt hier nicht alles zu, aber ist ja nicht schlimm. Wenn Züge Geräusche machen, das stört, glaube ich, keinen. So, also Flugzeuge. Ja, warum wir da nicht schon früher wieder was gemacht haben? Es gäbe eigentlich relativ viele neue Flugzeuge. Aber wir haben halt wirklich bei jeder relevanten Stadt eigentlich eh schon einen Flughafen. Und da sind schon viele, viele Flugzeuge unterwegs. Ich möchte die nicht zumühlen mit neuen Flugzeugen, sondern ich möchte in dem Fall Folgendes machen, dass wir zwei Städte aussuchen und dort noch einen Flughafen installieren. Damit wir primär eben die neuen Sachen, die neuen Flugzeuge sehen. Jetzt, was wären das für Städte? Eben die relevanten in dem Sinne, so hier Köln und so weiter, die haben natürlich alle einen. Wer aber zum Beispiel keinen Flughafen hat, man schaue mal hier, die Kollegen in Oberböser, die haben keinen. Den könnte man einen gönnen. Dann hätten wir mal Städtchen Nummer 1. Jetzt wäre es noch ganz nett, wenn der andere Flughafen, den wir dann anlaufen, oder wisst ihr was, wir machen nur einen Flughafen, ist doch eigentlich egal, weil wir können ja von da aus dann Linien machen. Ist halt dann ein bisschen blöd, wenn von hier aus sehr viele neue Flugzeuge auch noch zusätzlich ja hinkommen. So ein zweiter wäre schon auch nicht schlecht. Aber ja, es macht halt keinen Sinn, hier einen Flughafen, hier ein Flughafen und dann hier ein Flughafen. Das brauchen wir definitiv nicht. Wobei, haben wir hier überhaupt einen? Ach ja, da vorne. Genau, das ist ja der Flughafen. Ne, das ist ein Güterflughafen. Hier haben wir den kleinen. Wo haben wir denn den Flughafen Stuttgart? Den haben wir, glaube ich, irgendwo dazwischen. Ach, der gehört hier dazu. Ja, München, Stuttgart. Okay, alles klar. Rätselgut hat seinen da oben, oder ist das? Das ist, glaube ich, auch nur ein Güterflughafen. Haha. Okay, alles klar, dann kriegt ihr hier noch einen Flughafen. Und wenn es nur ist, damit wir nach Oberböser kommen. Gut, fangen wir doch gleich mal an. Thema Flugzeuge. Ja, wir brauchen hier nicht ein Riesenteil. Und in Oberböser eigentlich auch nicht zwingend. Ich würde mal sagen, großer Flughafen. Machen wir einen mittleren. So, der kommt hier hin, wenn er hier hin möchte. Das werden wir gleich sehen. Das sieht ja mir nicht wirklich danach aus, als wäre der begeistert. Ja, hier haben wir ja schon mal rumgebastelt. Genau, eben wegen diesem Bahnhof, Bahnhof sage ich schon, wegen dem Flughafen hier hinten. Ja, das geht alles auch nicht. Man müsste natürlich auch den Platz haben, um so ein Teil noch irgendwo hinzustellen. Vielleicht eher ein bisschen hier vorne. Ich möchte nur nicht zu weit hier rüber, weil da hinten ist dann Frankfurt. Da haben wir dann eben auch schon wieder einen Flughafen. Geht der echt nirgends hier hin? Wie sieht es denn aus, wenn wir einen kleineren nehmen? Was haben wir hier noch? Mittler, Small Freight brauchen wir eben nicht, sondern wir brauchen... Ja, sollen wir einen kleinen machen? Der würde, glaube ich, gehen. Ne, der geht genau gleich nicht. Gibt's ja gar nicht. Überall Terra-Angleichung. Terra-Angleichung, Terra-Angleichung. Gibt's hier kein Fleckchen, wo man einen Flughafen hinsetzen kann? Das kann man mir doch nicht erzählen. Ja, ich weiß, ich könnte natürlich mal drehen, aber das wird kaum was ändern dran, dass wir hier mit der Terra-Dingens da nicht klarkommen. War hier gerade eine Stelle? Nein. Ja, sonst machen wir hier halt keinen hin. Dann machen wir den in Oberböser. Ich meine, wenn die keinen wollen, ich kann es nicht ändern. So, wie dann immer noch frech steht, Feld wird entfernt oder irgendwie sowas. Wenn man es sowieso nicht bauen kann. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Also ihr seht schon, nee, die wollen keinen Flughafen. Na gut, liebes Stetzelgut, dann müsst ihr ohne Flughafen klarkommen. Ich schau mal, ja, ich denke in Oberböser wird es wahrscheinlich noch weniger funktionieren, weil das ist hier noch alles verbauter und so weiter. Aber
Ich gebe mal die Hoffnung nicht auf. Jetzt versuche ich es aber nochmal mit einem mittleren Flughafen. Ein bisschen rauszoomen. Dann ein bisschen drehen, machen und tun. Ja, Halleluja. Funktioniert irgendwie auch nicht. Zumindest nicht dort. Das wäre dann wieder ein Flughafen für Ehrenberg. Oh, für Ehrenberg und Oberböser. Hier würde er tatsächlich hinpassen. Hier hinten möchte ich nicht, weil da ist eben der nächste Flughafen schon. Wisst ihr was? Das macht, glaube ich, schon durchaus Sinn, dass wir den da hinsetzen. Machen wir kurz Pause, damit wir ein bisschen Performance haben, wenn man hier mit dem großen Flughafen unterwegs ist. Ja, vielleicht dieses kleine Sträßchen dort kappen. Passt der hier noch hin? Nein, man sieht schon der Ausläufer da hinten. Nee, das geht auch nicht. Wenn, dann hier, wo er vorher war. Wir drehen den nochmal einmal und gucken, wo das genau war. Hier unten wahrscheinlich. Ja, das ist eh gar nicht schlecht, weil das passt relativ gut von wegen, dass er für Oberböser und Ehrenberg war das? Nee, doch, Ehrenberg. Und Ehrenberg. Für beide Dingens da zuständig ist. Einmal ein bisschen drehen noch. Und dann haben wir schon wieder Terra-Angleichung nicht möglich, weil wir da zu nah dran sind. Da muss ich halt ein bisschen weg. Wäre halt schön gewesen, wenn wir da noch ein bisschen ans Gleis rangekommen wären. Ganz einfach, weil man dann natürlich... Oh, es geht. Moment, da war doch gerade die Stelle, wo es geht. Gar nicht mehr überlegen. Zack, kaufen und hallo Flughafen. Den werden wir gleich mal umbenennen. Das ist nämlich Airport. Moment. Oberböser, nicht Heisberg City, nö. Oberböser, Ehrenberg. So, das sind zwei kleinere Städte, die können sich guten Flughafen teilen, finde ich. Jetzt brauche ich noch Kollege Straße. Ja, was nehmen wir denn da? Irgendwas Schönes. Es hat ein bisschen gebastelt, bis man so ein Teil hat, wenn man die ganze Map bereits zugebaut hat, wie ich feststellen musste. So, wir düsen mal da rein. Okay, gibt natürlich dann auch Busse und so weiter noch. Ganz klar. So, einmal hier so eine Schlaufe. Machen wir die mal so. Dann können wir hier vielleicht noch ein, zwei Gebäude dazwischen stellen. Es geht jetzt aber weniger darum, diesen Flughafen, wie soll ich sagen, mit Bussen etc. zu versorgen und mit Häusern und so weiter, sondern jetzt geht es mal darum, dass wir hier tatsächlich neue Linien machen und die Flugzeuge sehen, damit wir auch mal nochmal ein bisschen hier rumfliegen können. Gut, dich hätten wir. Ich kann es irgendwie nicht verstehen, warum es hier hinten nicht geht. Da ist halt ein Berg, da ist ein Flughafen, da ist eine Stadt. Das hat alles irgendwie gewisse Auswirkungen hier. Wie sieht es denn hier oben aus? Da haben wir halt auch einen. Das macht hier überhaupt keinen Sinn mehr, hier irgendwo einen Flughafen hinzustellen. Wenn wir hier noch einen hinstellen für Lüdersburg. Da ist einer. Und das ist natürlich dann so eine kurze Strecke, da lohnt ja das Starten nicht. Detzelgut ist das einzige Städtchen, was tatsächlich noch Sinn machen würde. Ich versuch's mal nochmal. Vielleicht hier irgendwie die Straße kappen. Keine Ahnung, wir können die ja wieder hinstellen. So ist es ja auch nicht. Also Flughafen haben wir hier. Wir versuchen es mal nochmal mit dem mittleren. Ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich an der Straße da unten liegt. Ich höre euch schon jetzt. Rufen nicht nochmal. Du hast doch schon getestet. Geht doch nicht. Es geht doch nicht plötzlich, nur weil jetzt in Oberböser ein Flughafen steht. Ich weiß. Aber ja, irgendwie wäre es halt zu schön gewesen. Vielleicht hier irgendwie im Berg drin? Hier oben? Nee, es geht nicht mal hier oben. Es geht einfach gar nirgends. Gut, ich gebe es auf. Also, neue Linie. Wir fangen mal an. Von hier. Gerne. Nee, Blödsinn, das ist schon mal falsch, weil das ist ja wie gesagt sowieso ein Güterflughafen. Wir düsen mal hier rauf nach Heisenberg City. Hier haben wir doch noch einen alten Flughafen. Wir laufen den mal an. So, dann haben wir da nicht allzu viel Verkehr auf dem großen. So, und das wäre dann eben nach hier. Und von hier, ja, lassen wir mal. Von hier nach da, das ist okay. Sprich, das wäre dann, wie nennen wir die denn? Airline oder wie haben wir die genannt? Fluglinie? Wir machen mal Airline. Airline. Man müsste die Tastatur noch finden. Ich dachte eben mit dem neuen Mikro, da komme ich auch ein bisschen besser an die Tastatur ran, denkst du? Ist genau das gleiche wie vorher. Also Airline, Oberböser. Jetzt lassen wir das Ehrenberg aber mal weg. Nach Heisenberg. City. So, passt. Nehmen wir. Dann hätten wir Linie 1. Jetzt werden wir noch eine zweite Linie machen und dann kaufen wir die Flugzeuge. So, und zwar logischerweise auch wieder von hier. Jetzt düsen wir nach Heisenberg City. Dann würde ich mal noch nach... Moment, ich bräuchte die Linie dann eben natürlich doch noch. Das wäre hier gewesen. Von Ehrenberg Anbau. Habe ich das nicht umbenannt hier, das Teil? Ich dachte, ich hätte... Umbenannt.
Ich habe irgendwas anderes umbenannt. Okay, das ist dann Airport Heisen. Ich mit meinem Heisen. Wobei, das stimmt ja eigentlich. Oberböser. Nee, stimmt eben nicht. Ehrenberg. So. Ich habe wieder mit einem Auge auf die Ausschläge bei der Audioaufnahme geguckt, weil ich nicht sicher bin, ob es funktioniert. Und das ist ganz schlau, wenn man was tippen will. Airport Oberböser Ehrenberg. Okay, jetzt müsste es doch eigentlich stimmen. Genau, passt. Und jetzt ist halt die Frage, wohin? Irgendwo auch nach hier hinten wahrscheinlich. Das hier unten ist auch ein Frachtflughafen, ein Cargo-Flughafen. Sollen wir nach Frankfurt? Ich würde sagen, ja, dann düsen wir mal noch über Frankfurt rüber. Okay, das wäre dann Airline Oberböser direkt nach Frankfurt. Stimmt das? Jawohl. Okay, dann haben wir zwei neue Linien. Und jetzt werden wir dafür die Flugzeuge kaufen und dann mal mitfahren. Also fliegen. Fahren wollen wir nicht. Wir wollen fliegen mit den Teilen. So, Flugzeuge haben wir hier. Flugzeug kaufen. Mal gucken, was neu ist. Also diese Teile sind definitiv neu. Handley Page HP 42. Viermotoriges Langstreckenflugzeug der 30er Jahre. Okay, hätten wir gerne. Vielleicht sollte ich ja kurz, einfach weil ich kann, eine Sicherheitsspeicherung machen. Weil ich weiß nicht, wie gut diese Flugzeuge funktionieren. So, sie müssten eigentlich schauen, weil das sind ganz neue Mods. Aber eben, man weiß ja nie. Die Zeppeline haben wir schon. Jetzt müsste man halt noch wissen, was ist hier tatsächlich neu. Dragonfly sieht doch eigentlich auch relativ gut aus. Nehmen wir auch mal noch. Dann haben wir hier tatsächlich alte Swissair-Teile. Sehr schön. Vielleicht für Frankfurt. Ich würde jetzt erstmal die für den kleinen Flughafen in Heisenberg City nehmen. Und das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn das dann tatsächlich eben ein bisschen kleinere Flugzeuge wären. Das hier sind die Cargo-Teile. Dann sind wir einmal durch. Das ist doch auch ein schönes Teil. Air Berlin nehmen wir. Das sind wieder die großen Brummer. Nehmen wir nochmal was Kleines. Die hier. Ich weiß jetzt halt tatsächlich nicht genau, wer ist hier neu, wer ist hier nicht neu. Auf alle Fälle, was wir noch nicht haben, was ich gerade feststelle, ist eine Tupolev. Und auch die Concorde fehlt noch. Oder haben wir die auf der anderen Strecke? Ich glaube nicht. Ah, es hat eben auch nicht die maximal größte Map, die möglich ist. Das habe ich ganz bewusst gemacht, damit wir Performance schon spielen können. Weil als ich die Map ausgesucht habe, da gab es den Performance-Patch noch nicht. Und der war auch nicht in Aussicht. Deswegen habe ich das so gemacht. Wenn wir eine nächste Map machen, dann wird das wieder eine große, weil jetzt haben wir den Performance-Patch. Das reicht aber eigentlich auch. Wir lassen das mal so. Weisen die zu nach Heisenberg City. Okay, wir sind im Pausenmodus. Das heißt, wir werden jetzt die Linie 2 noch bestücken. Und zwar mit was Größerem, weil es nach Frankfurt geht. Auch wenn es irgendwie geht, was neu ist. Die Boeing, die müsste definitiv neu sein. Kaufen wir mal, kaufen wir mal. Das ist noch ein größeres Teil. Sollen wir eine Concorde dazu nehmen? Wir nehmen einen dazu. Dann haben wir sie. Dann haben wir sie auf der Anlage. Wow, das ist ja auch ein mega großes Teil. Und da ist wieder Cargo. Okay. Dann kommt ihr auf die Linie nach Frankfurt. Und sehr schön. Dann lassen wir das mal laufen. Und dann werden wir hier jetzt natürlich entsprechend dann gleich mal einsteigen. Aber erstmal gucken, wie die rauskommen. Da nehme ich gerne, Moment, das hat noch weg, wenn ich den richtigen Knopf erwische. Jetzt. Ja, sehr schön. Doppeldecker. Wir lassen die mal alle starten, weil das Mitfliegen selber, das ist natürlich auch wieder, da sieht man nicht mehr, in welchem Flugzeug man sitzt. Das unterscheidet sich dann höchstens durch Tempo und Höhe. Och, das ist ja putzig hier. Was für ein cooles Teil. Jetzt ist aber der Sound bei mir ein bisschen laut. Da muss ich gucken, den muss ich nochmal ein bisschen runter regulieren. So, fliegt hier mal los. Wir haben hier halt nur den mittleren Flughafen, das heißt, wir haben nur eine Piste. Das wird jetzt ein Momentchen dauern, bis die alle in die Gänge kommen. Ich würde sagen, wir steigen mal ein bei dir. Wohin geht's? Nach Heisenberg City, das kann man noch machen. So, weil das dauert jetzt sowieso ein Momentchen, bis wir da, ich weiß gar nicht, geht da noch Leute holen? Wahrscheinlich ja. Da hinten jetzt sehen wir schön den Doppeldecker noch durchstarten. Da könnte man natürlich alleine hier noch ein Momentchen verweilen und gucken, was da alles passiert. Jetzt kriege ich erst die Meldung, ganz interessant. Seit wann haben wir das denn jetzt wieder? Ich hoffe, die sind nicht im Video drin und sonst einfach ignorieren. Ja, da ist er gerade abgehoben, der Doppeldecker. Ich hoffe mal,
Das ist tatsächlich ein Doppeldeck. Also der hat halt zwei... Ja, hat ein Doppeldeck. Deswegen nenne ich den Doppeldecker. So. Aber wir können eigentlich auch noch mal kurz rausgehen. Also wenn hier die ganzen Flugzeuge noch daherkommen, dann sehen wir die wenigstens. Wir sehen ja, wenn der andere dann startet. Lufthansa. Sehr schön. Wir stehen da immer noch da hinten. Warum, weiß ich nicht. Jetzt starten wir auch. Sehr schön. Die warten noch. Es gäbe ja noch viele, viele Assets, die man hier natürlich hintun könnte. Es gäbe sowieso noch zwei, drei neue Sachen, zwei, drei neue Mods. Wisst ihr was? Wir fliegen jetzt mal mit. Und danach werden wir kurz bei den Mods vorbeigucken. Da könnte man die eine sogar tatsächlich gebrauchen für diesen Flughafen hier. Ich musste nur finden. Das ist immer so eine Sache bei neuen Mods. Vor allem auch Assets und so weiter. Wenn die dann aber irgendwo sind, man findet sie kaum. Also die einen weiß ich, da hat es einen neuen, ja, neuen Reiter gegeben dafür. Die findet man ganz, ganz schnell. Und deswegen gucken wir uns die dann mal kurz an. Und wenn es jetzt von der Zeit her nicht mehr reicht mit dem Flug nach Frankfurt, dann machen wir das einfach so, dass wir das in der morgigen Folge machen. Uns läuft definitiv nichts davon. So, bitte einmal halten. Genau, weil du musst noch mal kurz durchstarten. Und gib ihm, Rudi. Nett, der Sound. So, Flugzeuge sind halt schon auch was Cooles. Deswegen möchte ich eben in der nächsten Folge tatsächlich wieder eine große Map nehmen. Jetzt ist auch die Performance wieder besser. Und eben, dann können wir nämlich auch wieder Concorde etc. fliegen lassen, weil wir den Platz dafür haben. Schon cool. Weil, ja, in diesem Stadium der Map waren wir, glaube ich, noch nie in dieser Höhe. Das kann ich nur bestätigen, dass das so ist. Ich überlege gerade, wann war das letzte Mal. Es müsste schon fast 100 Folgen her sein. Und da sah es noch ein bisschen anders aus hier unten. Da unten direkt vor uns sehen wir Dingens. Köln müsste das sein, genau. Dingens. So. Ach, schade. Jetzt fliegen wir halt wieder im Prinzip aus der Map raus. Ja, damit er dann mit Schwung da hinten landen kann. Schade. Ich dachte, wir kommen vielleicht von unten her. Dann wären wir noch ein bisschen über die Map geflogen. Aber dem ist leider nicht so. Jetzt mal gucken, wie der das macht. Dreht er dann auch links ab und fliegt dann zurück? Oder fliegen wir jetzt, also senken wir jetzt sozusagen das Haupt, gehen ein bisschen tiefer und grätschen dann da rechts rein? Oder wie macht das Spiel das? Wir werden es gleich wissen, in welche Richtung das er dreht. Er dreht gar nicht, er geht runter. Geht noch ein bisschen runter. Und er geht noch ein bisschen runter. Und irgendwann müsste dann noch drehen. Hallo? drehen. Da unten ist noch ein Flughafen. Man sieht halt gar nichts. Läuft das Spiel noch? Doch, es müsste noch, weil der Sound ist noch da. Ah, jetzt dreht er ein. Okay. Ja. Und zwar nach rechts. Das heißt, wir müssen jetzt direkt im Prinzip zum Landeanflug ansetzen. So, im Prinzip wäre es, fliegt der, wenn er zurückfliegt, die gleiche Strecke? Nein. Dann fliegt er doch eine andere. Das wäre eigentlich eben auch noch interessant, weil dann, wenn das eine andere Strecke wäre, dann würde er ja eben über die Map rüber düsen. Ach du grüne Neune, wo sind denn wir jetzt? Weit, weit ab vom Schuss, aber da unten sieht man den Flughafen. Den rechten benutzen wir, diesen leicht wiesenbehafteten Flughafen, nicht den linken, das ist der große, da sind die großen Maschinen unterwegs. Wir haben ja ganz bewusst jetzt hier die kleinen gewählt, für diesen kleinen, ausrangierten Flughafen eigentlich. Den hatten wir zuerst, dann haben wir den großen gebaut, das weiß ich noch, weil wir mehr Platz brauchten. Und haben den kleineren aber stehen lassen, weil wir dachten, ja, ist doch eigentlich auch cool, wenn man noch so einen alten Bahnhof hat. Guck mal, wer hier unten fährt. Das ist unser Monstergüterzug. 1,1 Kilometer lang. Cool, sehen wir den auch mal nochmal von hier oben. Ui, und von rechts kommt gerade noch einer daher. Der möchte, glaube ich, auf den Hauptflughafen. Ja, hier geht's, ich glaube, hier geht's, jawohl, Augen zu und durch. Rums. Keine Kollisionsabfrage, deswegen einmal durch den Damm durch, durch den Straßendamm durch. Okay, ich steige mal aus, ich möchte das gerne nochmal von hier außen sehen. Schönes Flugzeug, gut. Und jetzt ist halt, oder wisst ihr was, jetzt fliegen wir noch schnell die andere, mit der anderen Linie mit, weil diese Assets, die laufen uns ja auch nicht davon. Fliegst du nach Frankfurt? Jawohl, das heißt, wir steigen hier gleich mal ein.
Wasser. Cool, einmal über die Map rüber und gleich ins nächste Flugzeug rein. Jetzt haben wir natürlich die Concorde nicht gesehen, aber die wird hier sowieso leicht unterfordert sein, würde ich mal behaupten. Die macht ja im Idealfall 1000 km/h oder sogar noch ein bisschen mehr, ich weiß es gar nicht. Und die wird auf der Map, nö, niemals, niemals. Die wird wahrscheinlich starten, ein bisschen Gas geben, gleich wieder bremsen und da runter gehen. Es ist eben, wie gesagt, eine mittelgroße Map, ist nicht mal die kleine. Aber für den vollen Genuss einer TGW-Maschine, TGW-Maschine, eine IC-Maschine. Nein, so Tupolev und so Sachen halt, und Concorde, habe ich jetzt die ganze Zeit Tische, wie gesagt, Concorde meine ich natürlich. Ja, da braucht man im Prinzip eine große Map und am besten eine quadratische, dass man wirklich viel Platz hat. Ich denke, dann hat man wirklich auch mal noch ein längeres Momentchen, die Maximalgeschwindigkeit, so auf einer kleineren Map wie der hier oder auf einer mittleren eben, funktioniert das leider, leider nicht. Ha, wir drehen ein, okay. Keine Ahnung, wie wir fliegen. Ja, das sieht so aus, als würden wir jetzt hier geradeaus fliegen und dann nach rechts drehen, weil da hinten ist eigentlich Frankfurt, hinter diesem Hügel. Da, wo jetzt gerade das andere Flugzeug drüber ist. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht. Da ist gerade ein Flugzeug drüber geflogen. Ach doch, guck mal, man sieht die Skyline. Sehr gut. Das sieht aber schon so aus, als würden wir nochmal drehen müssen. Ja, mal gucken, wir haben ja Zeit. Wir können natürlich auch das Spieltempo ein bisschen beschleunigen. Oh, oh, jetzt. Also entweder haben wir gerade einen Motorenschaden, dann sehen wir dann die Erde schneller als uns lieb ist. Oder er geht halt mit dem Tempo runter, weil er wahrscheinlich mit der Höhe schon ein bisschen runter will. Man sieht aber schon da vorne, der dreht da auch. Also wir werden auch drehen. Wisst ihr was, dann machen wir folgendes. Wir erhöhen mal das Tempo. Wollte ich gerade sagen, das kann ich ja sowieso. Wollte ich aber eigentlich nicht, weil ich den vollen Genuss eigentlich gerne hätte. Aber wenn wir hier außerhalb der Map, außerhalb der Map sind, ja, dann ist der Genuss halt sowieso nicht so wahnsinnig. Warum biegt er mir jetzt dann nach links ab? Es könnte sein, dass wir da gar nicht landen können, weil da so viele Flugzeuge eh gerade unterwegs sind. Ja, ja. Das ist, glaube ich, eine Warteschlaufe. Dann bleiben wir mal bei dem Tempo. Aber ist schon relativ krass. Man hat gleich das Gefühl, man ist in einem Düsenjäger drin. So, er dreht, dreht und dreht. Ja, das ist eben der Grund, warum ich gerne einen zweiten Flughafen gehabt hätte, den neuen. Damit wir den anlaufen können. Weil hier haben wir so viele Flugzeuge. Das kann sein, dass der jetzt hier dreht bis zum St. Nimmerleinstag. Weil er dreht nämlich nochmal. Ja, wir warten mal. Jetzt dreht er immerhin, glaube ich, in die andere Richtung. Kann es sein, dass er jetzt einfach unter Frankfurt auslässt und dafür gleich mal nach Dingens weiterfliegt. Nee, nee, er dreht immer noch. Ja, aber jetzt ist ganz interessant. Okay, nochmal hier lang. Ihr müsst bedenken, wir sind jetzt auf maximalem Spieltempo. Also da würde man ein Weilchen sitzen, wenn man das mit normalem Tempo spielen würde. Ich wollte natürlich vorher sagen, eben, dass er Frankfurt auslässt und direkt zurück nach Oberböser fliegt. Weil er hier keine Landebahn kriegt. Ich glaube, jetzt landen wir. Ja, jetzt geht's einmal. Ach, du grüne Neune. Okay, wir machen wieder normales Tempo. Ja, ich mache nochmal kurz schneller. So, einmal durch den Hügel durch. Das müsste das normale Tempo sein. Wenigstens haben wir hier zwei Landebahnen. Also eine Startpiste und eine Landepiste. Ja, in Frankfurt ist ja auch ein größeres Städtchen. Aber hier werden natürlich schon wahrscheinlich, ja, wie soll ich sagen, also das wirtschaftlich zu betreiben dürfte schwierig sein, weil die ganzen Flugzeuge, die sind hier nur am Drehen und Drehen. Wahrscheinlich sieht man sie eh. Hier ist einer. Ja, so schlimm ist es zwar nicht, aber ja, es ist dann doch eher. Ja, da sind halt auch die Zeppeline noch unterwegs. Die haben gerade noch gefehlt. Gut, hätten wir. Jetzt würde ich gerne diese Mods kurz angucken. Also die eine Mod, die finde ich relativ schnell. Die war hier und dann bei den Gleisen und dann hier in einem neuen Reiter drin. Landwirtschaftsassets und das sind aber Strohballen. Eigentlich was Kleines, aber was sehr, sehr Nettes, wie ich finde. Machen wir die doch irgendwie mal hier hin, so testweise. Man könnte das auch so machen, dass man, wir können ja mal schnell gucken, wenn wir hier zum Beispiel ein Gleis langziehen. Moment, da müsste ich aber ein Gleis haben. So, jetzt nehmen wir diese Strohballen. Wir nehmen mal die hier. Höhe 0, also auf der Erde, Ebene, Schiene als Hilfsmittel. Ach, kann man auch noch.
Okay, das ist ja cool. Da hätte man das hier gar nicht machen müssen. Ist aber egal. Verschiebung volle Ballenbreite. Keine Ahnung, was das ist. Wir setzen die jetzt mal hier hin. So. Der Vorteil von der Schiene ist halt, dass man natürlich alle halbwegs gerade hat, so. Also beziehungsweise an einer geraden Linie die hinsetzen kann. Aber es ist irgendwie auch noch ein bisschen fummelig. Aber okay, jetzt wechseln wir hier mal. Es geht nur darum, das im Prinzip zu zeigen. Aber wir können natürlich später die Teile noch relativ gut benutzen, um irgendwas wirklich optisch zu verschönern. So, jetzt nehmen wir den Bagger, reißen das wieder ab, nehmen hier kurz Kollege Wischmob, damit wir das wieder korrigieren. Und dann liegen die hier. Wie gesagt, ist nichts Wahnsinniges, aber ich finde es sehr cool, weil es ein kleines Detail ist, was natürlich die ganzen, das ganze Gelände nochmal ein bisschen aufpeppt. Das Teil fliegt, ich weiß, da hätte man wahrscheinlich auf minus 1 stellen müssen. Das wäre aber etwas, wenn man hier tatsächlich die Ballen jetzt braucht, um einen Bauernhof zum Beispiel zu schmücken. So, was wir auch noch haben. Aber da muss ich jetzt gucken, ob ich die Teile finde. Hier, neue Straßenunterteilungen. Die gibt es als Mod auf Transport Fibernet. Dann muss man nicht mehr die ganze Zeit scrollen, scrollen, scrollen. Man kann hier einstellen, dass man nur die Sachen hier hat. Ich suche aber eigentlich was anderes. Nämlich im Prinzip, keine Ahnung, wo ich das finde. Ein Parkplatz, wo man Autos raufstellen kann. Wie soll ich sagen? Auf einen Schlag. Also sprich, da sind dann wirklich die Fahrzeuge schon drauf. Ja, mal gucken. Wo haben wir hier das Auto? Das Auto hatten wir doch irgendwo. Vielleicht. Und wenn wir die jetzt hier nicht finden, ist da ein Auto? Jawohl. Wenn wir die jetzt hier nicht finden, die Teile, dann würde ich die morgen vorstellen. Doch, das sind sie doch. Moment, die hier? Keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir testen das mal. Also, wo brauchen wir Autos? Im Prinzip beim Flughafen. Da können wir das Ganze eh noch entsprechend bemalen. Zufällig. Original. Okay, wir machen mal zufällig. Steigung, Höhe. Wenn ich die hier hin mache. Okay, das kennen wir. Das sind einfach die einzelnen Autos. Aber das Schöne ist, dass jetzt eben automatisch durchsortiert wird. Also die Marke und die Farbe. Sieht man ja. Und dann müsste das hier, genau. Damit kann man die, oh genau. Damit kann man die spreeden, sozusagen. Wenn man zufällig. Anordnung, Schotter, Asphalt. Okay. Ach, teilweise sind die schön ausgerichtet und teilweise sind sie das eben genau nicht. Das finde ich eben auch cool. Wenn man hier mal noch ein, zwei Riegel hin. Ach, dann gibt es eh gerade den Bodenbelag dazu. Na, das ist ja wunderbar. Wie cool das ist. Schaut mal, so könnte man natürlich das Autohaus auch nochmal entsprechend aufmotzen. Kann man die drehen? Aha, man kann. Dann stehen die nicht alle in die gleiche Richtung. Sehr schön. Dann könnte man hier natürlich Retro mal noch dazwischen hängen. Dann hat man hier solche. Dann machen wir wieder Zufall. Dann hat man wieder beide. Okay, sehr schön. Cool, gefällt mir sehr gut, die Mod. Weil man halt wirklich relativ schnell, ja, Parkplätze schaffen kann. Wir hätten jetzt hier auch Asphalt nehmen können, wenn ich gewusst hätte, dass da der Belag gleich darunter ist. Das hätte natürlich auch funktioniert. Jetzt bräuchte ich hier nochmal kurz unsere Bank. Die Bank, die Bank, die Bank. Oh, da haben wir auch noch Asset-Flugzeuge. Was war das jetzt hier? Gleisschotter im Prinzip. Schotter, 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 Schotter. Wo haben wir? Da, Gleisschotter haben wir hier. Ja, passt ja ungefähr. Okay, sehr schön. Machen wir das hier gleich auch mal noch. Machen wir es noch ein bisschen mit einem größeren Dingens. Dann geht es ein bisschen zügiger. Okay, darüber. Und jetzt hätte ich hier eigentlich gerne noch ganz kurz eine Straße runtergezogen. Mal gucken, ob ich das nicht irgendwie gewuppt kriege, dass hier eine Straße runtergeht. Doch, doch. Das hat funktioniert. So, hier lang nach da vorne. Und hier ist im Prinzip Feierabend. Das gehört dann einfach zu diesem Parkplatz. Hier noch Bäume hin und schon sieht das doch relativ cool aus. Ja, richtig nach einem Flughafen. Wenn wir jetzt aber hier eh gesehen haben. Aha, die könnte man natürlich auch noch verwenden. Wohin mit euch? Dafür ist eigentlich der Flughafen fast zu klein. Lasst uns doch mal kurz nach Frankfurt gehen. Die haben bestimmt Freude daran, wenn sie sowieso so viele Flugzeuge haben, die da starten und landen. Wenn jetzt noch ein paar Assets dazukommen, die den ganzen Platz versperren. Ja, ist ja tatsächlich die Frage, wohin mit den Flugzeugen. Ich würde mal sagen, wir setzen eins mal dahin. Das ist da genau in der Beuge drin. Da haben wir noch ältere Flugzeuge. Okay. Auch sehr nett natürlich.
Ich weiß nicht, ob das hier im Weg ist. Ich glaube nicht. Hau dich mal hier hin. Nehm nochmal so ein Teil. Drehen das ein bisschen. Und das steht dann hier. Da kann man jetzt drüber diskutieren, was das hier soll. Aber das hat man halt einfach hier hingestellt. Man braucht es gerade im Moment nicht. Ach, das ist sogar, guck mal, hier durch einen Zaun durch. Okay, das ist natürlich ganz klar. Das ist ein Touristenteil. Dafür haben wir das. Gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir machen Pause. Wir haben neue Flugzeuge gesehen. Ich dachte, das wäre auch mal wieder fällig. Und ja, dann hoffe ich, hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Kriege ich den hier schön? Ich glaube nicht. Ja, fast. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.